Ich denke, jetzt ist es dunkel und wir sollten langsam zum Ende kommen. Aber wir haben Heiko Schuster als Direktkandidat hier. Und deswegen denke ich auch, sollten wir ihn jetzt nochmal direkt ansprechen mit seinem Thema, das er heute auch initiiert hat und wo er sehr kompetent ist als eben Handwerksmeister. Wir haben vor circa, wie lange ist jetzt her, 4 oder 5 Wochen, diese 6 Wochen, diese unsägliche Flut erlebt im Ahrtal und haben erlebt, dass es offenbar eine gewisse Inkompetenz gibt im Umgang mit Katastrophen. Ohne ins Detail zu gehen, wir haben erlebt, dass Dörfer 4 Tage abgeschnitten waren von jeglicher Versorgung und überflogen wurden mit Helikoptern, in denen Politiker saßen, die dann vor Ort an einem anderen Ort Interviews im Fernsehen geben konnten und teilweise die Opfer noch möglicherweise verhöhnt haben, ob absichtlich oder unabsichtlich, das sei dahingestellt. Heiko Schuster, die konkrete Frage, wie können wir in Zukunft, und das auch als Anknüpfungspunkt an den Punkt Handwerk oder vielleicht auch Rettungswesen, wo er sich möglicherweise sehr gut auskennt, wie können wir sowas möglicherweise in Zukunft verhindern? Nicht, wie können wir Katastrophen verhindern, sondern wie können wir den Umgang mit Katastrophen verhindern? Ja, auch da muss ich sagen, sind einfach in der Vergangenheit eklatante Fehler der Politik gemacht worden, die es einfach gilt umzukehren und ja, wieder zu richten. Es fing damit an, dass die Wehrpflicht abgeschafft wurde, ersatzlos. Man hat das vermeintlich aus dem Grund gemacht, weil man gesagt hat, man braucht die Personen bei der Bundeswehr nicht mehr. Aber was hat man denn damit geschaffen? Dadurch, dass man die Wehrpflicht abgeschafft hat, hat man dem THW, den Feuerwehren teilweise, den Krankenhäusern, dem Rettungsdienst, der DRK, Johanniter, wie sie alle heißen, denen hat man die Freiwilligen genommen, die für ein Jahr oder ja, je nach Wehrzeit, für ein Jahr sich eingesetzt haben für die Allgemeinheit. Und das verpflichtend, damals aber nur die Männer. So, das hat beim THW in Gießen, dem ich jetzt fast 25 Jahre angehöre, und ich war schon bei allen Großeinsätzen seit 2002 in Deutschland dabei, jetzt natürlich auch im Ahrtal, da hat das direkt dazu geführt, wir hatten vormals 160 Mitglieder, also 160 Aktive beim THW in Gießen, und nach der Abschaffung der Wehrpflicht sind direkt 40 Rücktritte gekommen. So, 40 Mann, das heißt, bedeutet weit über 20%, die einfach weg waren, die nicht mehr zur Verfügung standen. Und ja, durch den Mangel an Ausbildung, an dualer Ausbildung, fehlt dem THW momentan, da kann ich es halt live berichten, weil ich es da mitbekommen habe, den fehlt einfach ganz klar das Fachpersonal. Ich habe das sowohl beim Gießener Ortsverband als auch bei Darmstadt mitbekommen. Da fahren Gruppierungen in Einsatz, die als vermeintlich Infrastruktur geführt sind, also Aufbau der Infrastruktur, bedeutet Elektrowasserversorgung, Gasversorgung. Ja, aber es ist kaum noch einer da, der es überhaupt beherrscht. Also es sind zwar 10 Leute dabei gewesen, aber die 10 Leute, von den 10 Leuten waren gerade mal 2 Fachleute da. Das ist das, was ich dem Ganzen ankreide, und mein Wunsch wäre, dass man nicht dahin kommt, momentan ist ja das Wort Bufdi in aller Munde, aber ich würde mir wünschen, dass man dahin kommt, dass man vielleicht sagt, okay, wir brauchen vielleicht keine Wehrpflicht mehr, aber wir hätten gerne ein verpflichtendes soziales Jahr für alle, Männlein und Weiblein, nach der Schule, und damit könnte ich einiges ausradieren. Und dann bekäme ich auch so eklatante Fehler, oder ja, was heißt Fehler, aber ja, es war einfach, die Fachleute haben gefehlt. Und das bekäme ich dann in so Einsatzgebieten hoffentlich auch wieder hin. Weil zwischen 2002 und jetzt 2021, 2002 war ich an der Elbe, und jetzt 2021, da waren Welten dazwischen von der Einsatzführung und dementsprechend natürlich auch von der Hilfsleistung, die man anbieten konnte. Ja, das ist das eine. Das Problem ist aber im Prinzip ja nicht bei den Hilfskräften THW und Freiwilliger Feuerwehr. Die sind ja massenhaft angerückt. Es fehlte dann am Einsatzbefehl. Die standen dann also am Nürburgring und haben darauf gewartet. Teilweise haben sie ihre Uniformen ausgezogen, um als Privatleute dann zu helfen. Das heißt, das Problem liegt in der Kommandostruktur.
darin, dass hier ersichtlich die Landräte, die ja den Befehl zum Einsatz geben müssen, an dieser Stelle irgendwie nicht den Einsatzbefehl gegeben haben. Warum auch immer. Das ist, muss aufgeklärt werden, unbedingt. Auch dafür müssen wir natürlich in den Bundestag kommen, um das aufzuklären. So, und ich möchte es nur einmal vergleichen mit der Flutkatastrophe 1962 in Hamburg. Der Oberbürgermeister Nevermann war zu Kur, war nicht in Hamburg, als diese Flut losbrach. Der Innensenator Helmut Schmidt wusste nicht, oder ja, stand erst mal davor, er hatte eigentlich keine Befugnisse. Er hat den großen Dienstweg ignoriert und hat ganz einfach von sich aus bei der NATO angerufen und gefragt, ob die jetzt mit ein paar Hubschraubern die Leute, die sich auf die Dächer gerettet hatten, holen können. So wurde das innerhalb kürzester Zeit mit einem eklatanten Verstoß gegen die Dienstwegregeln geregelt, also gelöst, das Problem. Und ich vermisse jetzt bei unseren Politikern einfach das ganz normale, basale Denken, hier sind Menschen in Not und jetzt ist es scheißegal, ob dann Paragraph so und so mir sagt, ich muss erst warten, bis der Mufti da kommt und mir ein Zeichen gibt, sondern ich löse das jetzt hier aus, weil die Leute da gerade ersaufen. Wo die Mentalität dieser Politikerkaste ist so pervertiert, so verblödet. Die Leute sind so verblödet, die kommen von irgendwelchen Stiftungen, sind ausgebildet, eigentlich, das sind die 3S, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Aber wenig Bodenhaftung irgendwie mit dem realen Leben. Und das muss anders werden. Wir müssen wieder Politiker haben, wie eben hier diese beiden Herren neben mir, die mitten im Leben stehen und die wissen, was wann gemacht werden muss. Und dass man eben auch manchmal dann einfach nicht auf Paragraphen herumreitet, sondern einfach Hilfe auslöst. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied, wie sich über die Jahrzehnte die Mentalität der politischen Eliten verändert hat. Ich möchte vielleicht noch was ergänzen, und zwar gebe ich dem Hermann da recht. Also es ist bei uns immer so, dass der Kreisbrandinspektor meistens dem Landkreis unterstellt, erstmal die Einsatzhoheit hat. So, und das hatten wir aber auch in 2002 und 2013 an der Elbe schon. Es wird dann erstmal ausgelöst, Großalarm, so, und dann ist denen das aber gar nicht bewusst, was dann da plötzlich ankommt. Und wenn dann da mal 5000 Leute, wie jetzt hier, am Nürburgring zusammenkommen, dann geht es schon mal los. Die brauchen Unterkunft, die brauchen Essen, die brauchen Verpflegung und dann brauchen sie Einsatzaufträge. Und wenn man das nicht zulässt, dass man sich da Hilfe holt, sag ich mal, als Kreiskommune, dann geht das so wie sehr häufig, dass man die ersten zwei Tage erstmal da sitzt und nichts macht. Also es war von Gießen auch, da ist eine Einheit in Einsatz geschickt worden, freitags, morgens sind die losgefahren, standen den ganzen Tag am Nürburgring und abends hat man gesagt, wir wissen eigentlich nichts mit euch anzufangen, fahrt wieder nach Hause. Also es ist ein Unding, aber das ist das, was Realität ist und da muss unbedingt dran gearbeitet werden. Da müssen wir im Bundestag dann auch nicht nur für Aufklärung sorgen, sondern auch für Änderung. Und was in meinen Augen auch überhaupt nicht geht, ist, dass die Bundeswehr darf eigentlich ja im Innern nicht eingesetzt werden. Und das hat man 2002 wirklich so, da waren die gar nicht da, 2013 ein bisschen besser. Und hier habe ich jetzt was erlebt, das hat mich echt gerührt. Und zwar ein Oberst von der Kaserne in Rheinbach, der hat zu mir gesagt, ich bin über 40 Jahre bei der Bundeswehr, was soll mir denn noch passieren? Meine Pioniere fahren in den Einsatz. Mittwochs ist das passiert und donnerstags sind die in den Einsatz gefahren. Ohne Befehl und ohne irgendwas. Er hat gesagt, wenn ich darauf warten will, dass irgendeiner von den komischen Politikern, wo das dann lang gehen muss, sagt er, das sind 6 Wochen ins Land gegangen, die Leute brauchen jetzt Hilfe. Und das war ganz, ganz groß. Wirklich, Wahnsinn. Ja. Die Gründe haben wir jetzt gehört, weggespart, fehlende Menschen. Wie wird jetzt unsere Politik darauf reagieren? Einfach mal schauen, was schon so in der Presse gesagt wird.
Man wird jetzt diese Katastrophe dazu nutzen, um ganz einfach weiter von oben nach unten regieren zu können. Das heißt, die Zwischenebenen schaffen wir einfach ab, die regionale Verantwortung muss ja weg, weil die können es ja vor Ort nicht. Das ist auch, dass die Politiker es im Prinzip mit ihrer Politik im Vorfeld dafür gesorgt haben, dass es vor Ort nicht mehr geht. Das vergisst man jetzt und jetzt versucht man wahrscheinlich, das Ganze wieder dann von oben noch mehr zu steuern. Das heißt also, wir werden durch dank solcher Katastrophen halt eben dahin kommen, dass wir noch weniger vor Ort zu sagen haben, um es angeblich danach ja dann besser zu haben. Da müssen wir aufpassen, dass das nicht passiert. Herzlichen Dank an unsere drei Teilnehmer der Podiumsdiskussion, wenn es auch kein wirkliches Podium ist. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz anfügen, ich denke, es ist jetzt nicht einfach nur von irgendwo hergeholt und ich habe gehört, dass das so war. Ich kann es aus meiner Sicht auch nur noch mal bestätigen aus der eigenen Familie. Meine Tochter ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, wurde dorthin gefahren, untätig, nach 3 Tagen wieder heimgefahren. Und wir wissen aus nächster Bekanntschaft von Leuten aus unserem Kreis, aus dem Kreise der Basis, die dort vor Ort geholfen haben und die mit ansehen mussten, wie Hilfsgüter anschließend weggeworfen und vernichtet wurden, weil sie aus der falschen Ecke kamen. Ja. Damit möchte ich das Thema auch abschließen, möchte mich nochmal bedanken, möchte noch bekannt geben, ich muss aus der Rückkopplung raus, möchte noch kurz bekannt geben, es war eine Lasershow beabsichtigt, wie Sie vielleicht auch auf den Plakaten und Hinweisen gelesen haben. Die muss leider ausfallen, weil das Ordnungsamt den Dom wohl nicht für standfest genug hielt gegenüber dem Laserlicht. Bedauerlich, vielleicht wird er deswegen jetzt gerade restauriert. Das nur, damit Sie wissen, die findet heute leider nicht statt. Und jetzt, denke ich, möchte ich zum Abschluss noch unserem Listenplatz 1 der Landesliste Hessen der Basis das Wort zum Abschluss geben. Vielen Dank für Ihr Kommen. Es wird langsam ungemütlich und ich glaube, jetzt sind wir alle froh, auch wenn wir wieder nach Hause kommen. Ja, ich möchte was vorlesen. Vielleicht werden dann bei einigen was klar, warum wir so sind, wie wir sind oder wie wir handeln. Ach, danke. Unsere wichtigsten Grundrechte sind die Freiheitsrechte. Diese überragen alle anderen Grundrechte. Eine freiheitliche Gesellschaft ist nur vorstellbar, wenn Macht begrenzt ist und ihre Ausübung vom Souverän, dem Volk, kontrolliert wird. Ziel ist ein liebevoller, friedlicher Umgang für und miteinander, bei dem das Menschsein und die Menschlichkeit des anderen immer Beachtung finden. Dem Mensch wohnt eine Schöpferkraft inne, die für eine Erneuerung in der Politik genutzt werden soll. Was dem Leben, der Liebe und der Freiheit dient, muss aufgebaut, gefördert und geschützt werden. Die neue Politik muss den Menschen als körperlich, seelisch, geistiges Wesen mit all seinen Bedürfnissen und Anliegen für eine lebensfreundliche Welt ins Zentrum setzen. Sie soll Sorge tragen, dass alle Lebensbereiche sich diesbezüglich erneuern. Das soziale Leben im Sinne der Freiheit, das Wirtschaftsleben im Sinne der Brüderlichkeit und das Rechtsleben im Sinne der Gleichheit. Das bedeutet auch, dass der Mensch anerkennt, dass er Teil des Gesamten ist. Er ist Teil der Welt, der Natur, zu der auch Tiere und Pflanzen gehören. Das beinhaltet, dass der Mensch voll verantwortlich für diese Welt, diese Natur achtet, für sie sorgt, sie schützt und gesund erhält. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das steht in unserer Präambel in der Satzung. Und da wir genau solche Sachen wie das und genauso, dass wir in der Satzung drin stehen haben, dass wir jegliche radikalen Strömungen ablehnen, müssen wir uns nicht von jedem und irgendwas distanzieren, weil wir haben es viel besser, wir haben es in der Satzung stehen. Fertig. Ja, dann von mir noch kurz vielen Dank, dass ihr alle da wart. Wie gesagt, leider keine Lasershow, das Bauwerk wäre, hätte Schaden genommen oder wie auch immer. Wir dürfen es eigentlich nicht mal anstrahlen. Ja, vielen Dank, guten Heimweg und nett, dass ihr euch nächste Woche verwählt habt.